Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich habe euch das letzte Mal nicht allzu viel gelangweilt. Aber hier bin ich auch schon wieder. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten unser Penthouse bauen. Allerdings fehlt hier jetzt noch ein bisschen der Feinschliff von der äußeren Struktur, würde ich sagen. Aber wir könnten auch im Nachhinein, überlege ich mir gerade, hier vielleicht noch ein bisschen so nach unten versetzt arbeiten. Oder wir machen das Ganze hier über diese Schlucht drüber. Das wäre alles machbar. Müssen wir mal schauen. So. Fangen wir direkt mal an, würde ich sagen. Wir gehen erstmal in unsere kleine Mine. Unsere Mine, die eher als Provisorium dient. Ich werde noch im weiteren Verlauf hier noch etwas, ich sag mal, Größeres errichten, wo man auch anständig, ich nenne es mal, Steine farmen kann. Und da ist auch schon das Ende. Okay. Vielleicht nicht ganz so schlau, in so einem, also eine provisorische Mine in so einem künstlichen Berg? In so einem dünnen Bergstreifen zu errichten, aber für den Anfang reicht es erstmal, denke ich doch. Ja, diese Bausequenzen, die ziehen sich immer etwas sehr stark. Dementsprechend werde ich gucken, dass ich diese Sequenzen entweder mit bescheuertem Gelaber einfach vollkriege oder dass ich sie einfach kurz halte und mich eher aufs Jagen und Looten von Monstern spezialisiere. Das liegt natürlich auch in eurer Hand. Genau, ich werde mir jetzt erstmal einen Ofen craften. Und wo habe ich meine Werkbank hingestellt? Nirgendwo. Sie ist in meinem Inventar. So. Was wollte ich? Einen Ofen wollte ich bauen. Genau. Einen Ofen. Das soll jetzt erstmal nicht schön sein, sondern eher funktionell. Dementsprechend werde ich ihn jetzt einfach hier daneben klatschen. Und dann werde ich mal so ein bisschen die Eckpfeiler errichten von dem Penthouse. Der Großteil wird aber aus Glasblöcken sein. Es braucht jetzt auch nicht allzu symmetrisch sein von den Säulen her. Die sollen ja auch eher nur zur Deko da sein. Bauen wir hier? Bauen wir da so? Ach ja, wieso nicht? Hier. Da. Und dort. Die vergrößern wir auch. Ja, hier. Was mache ich hier? Ich würde sagen, das baue ich hier noch ein bisschen größer, ein bisschen weiter aus. Aber eben nur ein wenig. Sollte eigentlich schon reichen, ne? So, und diese ganzen leeren Stellen gilt es jetzt noch mit Glas zu füllen. Und ich denke, diesen Baum werde ich noch, ich nenne es mal, zurechtstutzen oder komplett fällen. Mal schauen. Und es ist Nacht, was jetzt nicht die super Voraussetzung ist, um jetzt zu einem Strand runterzugehen.
Und wie es der Zufall will, habe ich hier auch natürlich keine größere Standfläche in unmittelbarer Nähe. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. Und ich habe Hunger, sehe ich gerade. Mein Gott, bringen diese Äpfel viel. So, machen wir erstmal diesen Baum etwas. Nein, ich werde ihn nicht stutzen, sondern ich werde ihn gänzlich wegmachen. Notfalls kann ich hier noch einen neuen später wieder ziehen. Wie lange dauert denn noch die Nacht? Wo ist der Mond? Da ist der Mond. Nicht mehr allzu lange. Natürlich, um dieses Let's Play überhaupt produzieren zu können, verzichte ich auf das schöne, sonnige Wetter dort draußen, so wie es sich gehört. Wie geht Tageslicht? Wir Gamer sind ja eh alle picklig und ungepflegt und meiden das Tageslicht dort draußen. Dementsprechend ist das jetzt keine allzu große Einbuße. Ne? Und die Sonne erhebt sich langsam am Horizont. Morgenröte überstreift die Lande und die Berge und die Wälder und Täler in dieser weiten, weiten Welt. Oh, ich sehe gerade da hinten. Ist sogar ein Strand, glaube ich. Nein, natürlich nicht. Naja, es sollte erstmal reichen. Also werden wir uns... Ja, super. Zombies sind noch da, natürlich. Dann schaue ich erstmal, ob ich hier vielleicht schon mal sowas wie ein paar Stützpfeile anbringe. Es muss ja alles... physikalisch auch richtig sein. Zumindest in etwa. Ich sehe mich schon wieder hier runterfallen. Irgendwie habe ich so im Bauchgefühl. Natürlich hätten wir so einfach können. Oh mein Gott. Natürlich habe ich jetzt auch nur noch einen Bruchstein. Bruchstein, echt? Aber hier muss ich auf jeden Fall etwas Steiniges hinsetzen. Ansonsten sieht das nur noch halb so schön aus, wie es aussehen sollte. Aber jetzt denke ich mir, kann ich auch langsam mich ins Tal wagen. Muss nur gucken, dass ich auch gleich wieder anständig hochkomme, ne? Spurt, Spurt, Spurt. Habe ich eine Schaufel? Ja, ich habe eine Schaufel. Umso besser. Muss ich gucken, dass ich gleich vielleicht Kohle irgendwo herkriege. Ansonsten muss ich Holzkohle benutzen. Das würde. Gut, dass ich mein Seepferdchen noch vor kurzem gemacht habe.
diesen schweren Fluten entgegenwirken zu können. Komm schon, komm schon. Dann nehme ich jetzt auch alles mit. Was soll der Geiz, sag ich mir da? Aber das ist aber auch kein Job, den ich gerne machen würde. Und ich sollte auch gleich mal zusehen, dass ich Essen bekomme. Und jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Shit it read. Nee, 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 so dauert das etwas lange. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Raus aus dem feuchten Nass. Erstmal abschütteln. Damit man keine nasse Buchs bekommt. Und sich nachher noch einen Schnupfen holt. Ups, ups, ups. Ja, hier werde ich mir auf jeden Fall noch eine Treppe runterbauen. Wie viel Kohle habe ich denn? 41. Das sollte anfangs zumindest etwas reichen. Ach. So. Und dann machen wir mal ein wenig Glas. Umso mehr Glas, umso besser. Okay, tun wir direkt alle rein. Und ich werde jetzt erstmal... Ne, ich habe keinen Stein. Dann werde ich jetzt erstmal weiter Steine abbauen. Mal schauen, wo wir hier besten irgendwie... Irgendwo ist Kohle, sehe ich gerade. Ja, ich denke, dann werde ich jetzt direkt auch mich daran setzen, eine anständige Mine hochzuziehen irgendwie. Da, das sieht doch einladend aus. Mit Lava, wunderschön. Falls man Warmduscher ist, kann man dann damit duschen. Ah, da ist Kohle. Dann werde ich dort anfangen. Natürlich werde ich dann hier auch noch den Eingang etwas schöner ausbauen. Aber alles eine Frage der Zeit. Mensch, und ich beschwere mich gerade eben noch über Kohle, ehrlich. Man glaubt es kaum. So, this was. This was. Dann werde ich mir hier ein kleines Räumchen errichten, wo ich dann auch noch separat nochmal einen Ofen und sowas und eine Truhe hin machen werde. So quasi als Minenvorraum. Machen wir drei Blöcke. Machen wir. Oder wir machen halt hier jetzt noch die Reihe. Machen wir eine etwas größere Halle und ich sehe schon wieder Kohle. Mein Gott, ihr macht mir die ganze Symmetrie kaputt. So ist er, der Mensch. Nie zufrieden mit dem, was er hat oder was er bekommt. Ehrlich. Unglaublich.
und kaputt. War ja klar. Holz habe ich. Dann werde ich hier mir erstmal ein paar Bretter draus machen. Und dann setze ich mir hier auch direkt auch mal eine Werkbank rein. So. Dann werde ich im Anschluss mir hier noch eine zwei Spitzhacken machen. Zack. Zack. Was ist das denn? Verrottetes Fleisch. Igitt. Weißt du, isst du das verrottete Fleisch und dann gibt es direkt wieder einen Lebensmittelskandal. Restaurants dieser Welt, haltet euch fest. Ich hoffe, dass dieses Mal die Tonspur nicht ganz so übertrieben laut ist. Aber ich habe zurzeit leider noch keinen Mischpult zur Verfügung. Aber daran werde ich arbeiten. Damit ich mein nerviges Organ auch noch richtig einstellen kann für euch. So muss das sein, wisst ihr das? Genau, einen Raum wollte ich machen. Dann werde ich auch gleich direkt auch genug Steine haben. Also wie gesagt, über weitere Bauideen bin ich jederzeit froh und bin ich auch auf jeden Fall für offen. Das heißt nämlich Let Me Play, aber im Endeffekt spielen wir ja doch irgendwie alle zusammen. Ich bin schon richtig gespannt, was wir hier alles so errichten werden. Ups. Allerdings im Dunkeln ist nicht gut munkeln, deswegen werde ich mich jetzt auch mal langsam wieder hochbegeben. Auf meinen bergigen Berg ohne Treppe. Nur gut, dass wir unser Müsli gegessen haben, wa? Apropos Müsli, ich brauche Nahrung. Sehe ich gerade. Muss ich mal gucken. Sollte ich am besten jetzt gucken. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Aber bei meinem Glück sind hier in der näheren Umgebung natürlich auch keine Tiere, ne? Obwohl anfangs habe ich ja noch welche gesehen, aber... Ach, da sind doch welche. Anfangs habe ich welche gesehen. Ich glaube, das waren sogar die. Die einsame Schweinefamilie. Na, Schwein, hast du immer noch nicht deine Mutter gefunden? Sag mal, nee, ich habe nur zwei Filter. Oder zwei Mütter. Was? 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 Nein, nicht. Was? Lass mich in Ruhe. Ach so, ich hab ge... Ja, Mist. Und ich wundere mich auch noch, Mensch. Es ist jetzt nicht die Welt. Na, das wär's doch. Erstmal jetzt Let's Play starten hier. Voll auf Survival getrimmt sein und dann, am Verhungern scheitern oder wie? Nee, nee, nee. Das wollen wir nicht. Erstmal raus mit dem Sand. All die, weil ich mir jetzt ein paar Schnitzels machen werde. Oder Steaks.
Weizenkörner haben wir auch. Dann werde ich mir da vorne gleich auch irgendwie was anbauen, glaube ich. Ja, ja, ja. Eine gute Idee. Wie alle schon wahrscheinlich erkannt haben, habe ich hier einen Deadpool-Skin. An alle Deadpool-Kenner, High Five. An dieser Stelle. Was wollte ich? Genau, meine Schnitzel. So, das sieht doch schon viel besser aus. Und das... Das werfen wir direkt über Bord. So. Glas habe ich da wieder reingetan. Nehmen wir den Block direkt mit raus. Und den auch noch. Und ziehen schon mal die ersten Glaswände. Das ist eigentlich Verschwendung, wenn ich so... Das war auch Verschwendung. Ja, das sehe ich ein. Mist. Machen wir so. Dann ist das auch alles nicht so eckig und klotzig irgendwie. Ja, dann werde ich hier noch ein zweites Steinmäuerchen hinbauen. Und hier wird natürlich auch die Ecke entfernt. Hey! Wenn ich irgendwann auf die Seite des Tals runtergehe, dann erinnert mich bitte daran, dass ich den ganzen Schissel da wieder aufhebe. Save the Umwelt oder so in der Art. Das war schon wieder. Aber 7 haben wir schon, 8 haben wir schon. So, dann da. Ziehen wir zumindest schon mal unten so das Mäuerchen zu Ende. Fehlt nur noch hier. Und halt da drauf und dann da drauf und da drauf. Ja. Genau, dann werde ich hier die schon mal um einen erhöhen. Oh, Mist. Wenn ich so ziele, dann könnt ihr euch ja schon vorstellen, wie gut ich in Shooter spielen bin, wa? Da kann ich auf jeden Fall schon mal den hier machen. Den werde ich erst noch... Aber der bringt ja gar nichts. Nee, also ich hatte auf jeden Fall vor, dass die... damit das nicht so gedrückt wird, werde ich auf jeden Fall 3 Blöcke übereinander bauen und darauf erst die Decke setzen. So. So, und während ich nun auf die restlichen Blöcke Sand warte, beziehungsweise werden zusammen weiter auf den Sand warten, aber hier werde ich jetzt erstmal einen Schnitt machen und diese Folge so langsam beenden. Dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und Cheerio, Leute!